Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir in der letzten Folge gemacht haben, was natürlich absolut ideal ist. Dass ich dann die Kamera einschalte, dass die auf ihm liegt, was jetzt nicht mehr tut. Ja. Und auf jeden Fall, ja, habe ich keine Ahnung, was ich jetzt mal gemacht habe und um was es hier noch so geht. Danach kann ich das aufwischen und danach vielleicht dann ein Thema, falls es danach immer noch unwohl sein sollte. Und sonst, du hast alles gemacht, was du machen musst. Das Arbeiten, teils auf, ja, und gute Beziehung zu den Kollegen unterhalten. Und da möchtest du was programmieren und das kannst du aber noch nicht, weil du einfach noch zu schlecht im Programmieren bist tatsächlich. Habe ich mit dir schon. Ach, du hast auch jemand aus Schönbrook. Das muss ja jetzt nicht unbedingt nochmal sein. Aber du kennst ihm, er kann ja nichts dafür oder sie, dass er oder sie aus Schönbrook kommt. Kannst du ja Ding schreiben. Trotzdem einen Brief schreiben, denn da kann die Person ja nichts für. So. Glücklich plus 1, unwohl plus 1. Dann kannst du dir ja einen gesunden grünen Tee machen. Ja, warum auch nicht? So, hat gepostet. Ja, sehr schön. Und jetzt hast du einen Brief geschrieben. Einen schönen. Oh, und er hat die Schreibfähigkeit erworben, die er jetzt theoretisch leveln könnte. Auch immer du den Tee jetzt hergenommen hast, aber darf wohl nicht wahr sein. So. Und das kannst du dann gleich aufräumen. Und er hat Level 2 der Fähigkeit Geschicklichkeit erreicht. Sehr schön. Und repariert sie doch auch einigermaßen flott, muss ich doch zugeben. Und das ganze Haus steht auf. Du bist selbstsicher und unwohl, weil er noch Schmerzen hat wegen dem Training. Und er bringt gleich den Müll raus. Zwar ganz weit nach draußen. Ihr geht's schlecht, auch wegen dem Training. Was ist denn heute los mit euch? Normalerweise führt euch doch nicht so auf. Sag mal. So. Ist auch unwohl, deine Bedürfnisse sind ganz okay. Obwohl du auch gerne auf die Toilette dürftest. Musst du heute arbeiten? Nein, das finde ich sehr gut. So, wie weit bist du jetzt mit deiner Verbesserung? Ganz okay. Sehr schön. Dann kannst du da öffnen. Und das letzte Rührei mit Speck essen tatsächlich. Es sei denn, er schlagt dir das jetzt vor der Nase weg. Und danach kannst du das tolle Essen aussortieren. Nee, das machst du schon. Nee, machst du nicht, weil der eine da vor dir steht. So. Wie geht's dir? Ganz okay, du könntest duschen und dir irgendwas zum Essen nehmen. Du kannst dir auch was zum Essen nehmen. Du kannst ein Rührei mit Speck aufessen, bitte. Und du kannst dir irgendwas nehmen. So. Wirklich sehr schön. Und du hast dir immer noch nichts genommen. Warum nicht? Verdorbenes Essen aussortieren. Ach, kann er nicht, weil sie. Dann nehmen wir bitte was zu essen. So. Könnt gern wegen mir dabei quatschen, aber esst alle bitte was. So, hier geht's ganz gut.
Irgendeiner, der schon fertig ist mit Essen? Nein. Jeden Fall kann er danach. Ja, weiß ich gar nicht, was wir machen eigentlich. Ja, machen, was er will eigentlich. Hat er gutes Essen gekocht? Das sieht irgendwie aus. Sieht irgendwie aus wie eine. Von der Ferne sah es irgendwie aus wie eine komische Spinne. Aber okay. Was machst du? Sims Forever spielen. Nein, du brühst jetzt eine Kanne auf. Mit einem schwarzen, aber es wird wahrscheinlich nicht. Kuriert, ausgefallene Seife. Nee, es wirkt wieder nicht. Ja, ich finde es doch schlimm. So, du kannst dich dann so lange in Käfer einsprühen. Eine Auswahl. Ach, gießen kannst du die nicht, warum nicht? Also alle gießen geht nicht, weil. Weiß ich nicht, warum nicht. Alles verkaufen. Bewässern. 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 Und er ist noch fertig mit Sprühen, noch nicht fertig mit Sprühen. Wunderschön. Also, der wird sich dann schon selber drum kümmern. Was macht sie? Ach, sie will sich auch um den Garten kümmern jetzt. Ja, wunderbar. Und ich bin noch bei dir. Ja, von mir aus liest das Buch, dann darfst du das machen. Und lass das dann auch gleich aufräumen. Wenn du schon dabei bist. Wie geht es deinen Bedürfnissen so? Toilette wäre ganz gut, Dusche wäre ganz gut. Und dann kannst du von mir aus. Wie sieht es denn mit deinen Kontakten aus? Sunset Valley? Und Postkarte bitten von Sunset Valley. Und danach kannst du mehr Auswahl. Schreiben. Schreiben. Weiterschreiben. Die wahre Geschichte von Oma Raymonds. Welterschütternden Keksen oder so. Irgend sowas in der Art. Gehst du normal schon in den zweiten Computer oder kannst du jetzt wirklich nichts machen? Weiß nicht. Ach, du machst Platz für uns. Warum? Hättest du nicht machen brauchen. Also echt nicht. Ja, du hast jetzt super kleinen Käfer eingesprüht, hast du ganz toll gemacht. Aber gegossen hast du nicht. Alle gießen, kannst du jetzt selbst machen. Wenn du hier schon wieder so. Sie muss da noch wieder arbeiten. Und noch mehr Gemälde anfertigen. Da kann sie von mir aus jetzt wieder ein Gemälde malen. So. Genug geredet hier. Erforschen. Level 4 der Programmierfähigkeit erreichen. Es lässt sich doch programmieren, programmieren, üben. Heutige Post wurde zugestellt. Mit Rechnungen. Und der lieben Postbote, die schon wieder sehr gut gelaunt ist. Wer ist denn gerade frei von euch? Du, wir reichen ein Glas Wasser. Post bekommen. Rechnungen bezahlen. Nikis hat alles aus dem Briefkasten geholt. Was ist alles? Bitte? Was ist alles? Postkarte aus Bridgeport. Warum man die nicht anschauen kann, weiß ich nicht. Inspirierendes Dekor plus 3. Tatsächlich.
bist dann bald in deinem Level 4, wo du hin musst. So, wer muss jetzt konzentriert? Du musst konzentriert. Ignoriert plus 1, glücklich plus 1. Sonst deinen Bedürfnissen geht's ganz gut. Du könntest theoretisch auf Toilette. Oh, und sie geht zur Arbeit und hat irgendwie eine komische Arbeitskleidung. Das passt schon. Möchte ich mit dir noch irgendwas machen? Ah ja. Kenny aufbrühen mit schwarzem Tee. Und er hat Level 4 für Programmierfähigkeit erreicht. Wunderbar. So. Dann geh du auf Toilette und brühe dir einen schönen schwarzen Tee auf. Du schreibst dein Buch weiter und du fiedelst, das ist doch 1A hier. Ich denke, ich habe mit dir hier alles gekauft, was ich haben will. Im Job könntest du sogar auch aufsteigen. Ah, aber du solltest noch duschen und dann ein Nickerchen machen. Damit du bei Arbeit fit bist, würde ich sagen. Schreibst fleißig dein Buch weiter. Und du wartest, bis der Tee fertig ist. Das ist doch 1a hier. Dass man da ein bisschen warten muss, finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Qualität normal. Ah, und jetzt trinkt das wieder bei dir, Manny. Du tust jetzt da sitzen. Was immer du machen wolltest, darfst du es gleich machen, weil der jetzt da gleich wieder weggeht. So. Sehr schön. Nein, nach Trainingstipp zu suchen darfst du nicht, weil ich nur zwei Computer habe. Tatsächlich, ich find's so eine Katastrophe. Es geht ja schnell, ne? Sollte. Sebastian Mertens. Wer warst du? Ich weiß es nicht. Von mir aus. Ich habe ja sonst nichts zu tun. So, und er ist jetzt konzentriert. Und hat seine Tasse schon wieder irgendwo abgestellt, wo ich nicht hinkomme. Ich krieg die Krise. So, du kümmerst dich um deinen Sebastian Mertens. Und du spielen Sport, Spaß mit Mods. Nein, du plauderst nicht mit Sebastian Mertens. Du würdest plauderst mit Sebastian Mertens freundlich vorstellen. Du redest jetzt mit niemand, du konzentrierst dich auf dein Spiel. Ist das nicht? Nicht, war ich nicht verständlich hier? Freundlich vorstellen. So. Bisschen die Geschichte erzählen. Einen Witz erzählen. Wo war kennenlernen? Kennenlernen. Lustige Geschichte erzählen und von mir aus noch nach der Karriere fragen. Könnt ihr euch ein bisschen unterhalten, du schreibst dein Buch weiter. Hab natürlich nicht geschaut, wann er angefangen hat, aber okay. Und wenn ihr fertig seid mit unterhalten, kennst du ihn auch, nee, du nicht, bitten zu gehen und du kannst dann verdorbenes Essen aussortieren. Er ist gemein. Ja, dann darf erst recht gehen. Dann darf erst recht gehen, wenn er gemein ist. Gemeine Leute will ich ja nicht. Und du bist selbstsicher Geek, gesellig und schneller Lerner. Und wenn sie selbstsicher und Videospiele spielen, gesellig. Sozialbedürfnisse sind schnell, das finde ich jetzt nicht so schön. Niklas wird sogar eine Stunde bei der Arbeit sein. Ach ja, hat jetzt sein Nickerchen gemacht? Nein. Warum auch? Wäre ja nützlich gewesen. Wäre ja nützlich gewesen. So, du kannst dann
Getränk holen und danach kannst du schreiben, weiterschreiben. Einfach weil es dazu führen kann, dass er besser schreibt oder wie auch immer oder schneller oder. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung, liebe Leute. Nein, von mir aus mach den Müll zuerst. Aber ich will ja schon, dass du den trinkst. So ist es jetzt ja nicht. Das heißt, Abregungshilfe verdienen. Habe ich dir schon was gekauft? Ah, Scheinlos hast du schon. Das heißt, das Wichtigste eigentlich. Dann brauche ich bei 2 noch Schamlos. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Er macht ein Nickerchen, muss dann aber gleich bei Arbeit sein. So, kannst du jetzt gleich zur Arbeit gehen. Dein Arbeitsoutfit sieht gewöhnungsbedürftig aus, aber das ist ein anderes Thema. Und du sollst ihn nicht ablenken hier schon wieder. Niklas ist zur Arbeit, Niklas Klee. Inspiriert. Den Kanal schauen wir schon spielen. Ja. Schreiben, weiterschreiben. Nee, zuerst schreiben, Liebesmail schreiben. Und dann schreiben. Entschuldigung. Warum? Entschuldigung für Barbara schreiben. Ich weiß nicht, warum ich das tun sollte. Weiß doch nicht, was das bringt. Aber vielleicht mache ich das irgendwann mal einfach, weil. Inspiriert. Blätter der Großartigkeit. Tief inspirierende Aromen, die nun einem Tee-Ei zubereitet sein könnten. Ja, wir haben ja ein Tee-Ei, da war ja was. So. Bin mal gespannt, wie es dir dann so geht. Und ob das dann ein komisches Bedürfnis erfüllt. Videospiel oder App programmieren will er machen. Programmieren. Videospiel oder App. Achso, kann ich jetzt was kaufen? 1500. Nee, weil Schamlos kostet 2000. Ich könnte dir Ding kaufen, Sportskanone. Aber ja, nee, muss nicht unbedingt sein. Und er kann dann programmieren. Programmieren üben, weil er müsste was programmieren? Videospiel oder App? Das funktioniert so noch nicht. So, er hat ein Buch geschrieben. Das ist wahrscheinlich, ach, das ist selbstsicher plus 2. Würde ich gerade ist. Übergängig recherchiert, was darfst du? An Verlag verkaufen. Ausgezeichnete Qualität, ja, so lohnt mir das. Kannst gleich weiter übergängig recherchieren. Wenn ich wüsste, wo man das macht. Das Netzwerk. Bild teilen. Halt nur bescheidene Tantiemen, so. Was soll ich jetzt machen? Ich weiß es doch schon nicht mehr. Notizbuch öffnen. Okay. Ja, mach mal. Ja, ich weiß nicht mehr. Comedy. Kurzen Auftritt verfassen. Okay. Wird interessant. Schon hat 20 Follower dazu gewonnen. Ob einem die irgendwas bringen, weiß ich nicht, aber okay. So, und er programmiert noch. Programmieren üben. Ah,
Dann wird einfach das sein Journal geöffnet. Wunderbar. Kurzen Auftritt verfassen. So, sehr schön. Und ein komisches Bild hat sie da gemalt, aber gut. Sei es drum. Mit dir habe ich eigentlich alles erreicht, was ich im Leben erreichen will. Böse formuliert. Das heißt, jo, ich weiß gerade nicht so wirklich mit dir was anzufangen. Das ist eigentlich echt so, wenn man die Ziele nicht mehr hat. Dann habe ich immer keine Ahnung, was ich machen soll. Und wenn man halt nicht direkt ein Ziel vor Augen hat, so. Programmieren Level 4 haben wir. Wie lange dauert das denn? Achso, dadurch, dass wir konzentriert, glaube ich, auch von Vorteil, ne? Wie ist die Qualität? Noch normal. Getränk holen. Und dann auch bitte trinken. Und du hast Hunger. Ja, dann könntest du doch Abendessen servieren. Gut, was aus der Pfanne eigentlich? Ach, das gibt auch Hunger. Das verstehe ich zwar nicht, aber okay. Finde ich interessant. Das ist so konzentriert auf jeden Fall. So. Und Barbara hätte gerne einen Urlaubstag. Zum Essen rufen kann sie jetzt mal und ein Gericht nehmen. Und die Qualität ist sogar ausgezeichnet, so freut mich das. So, und ihr steht ineinander drin, so freut mich das jetzt nicht unbedingt. Angespannt braucht eine Pause. Ich kann mir ja morgen eine Pause nehmen bei dir. So, du musst auf die Toilette. Ja, darfst du gleich. Und dann darfst du programmieren, üben. So. Nein, du laberst nicht mit ihm. Zumindest nicht jetzt. Und er beschäftigt sich über irgendeinen Müll, über welchen Müll denn bitte? Also ich sehe keinen. Und sonst, ihr Spaß ist sehr niedrig. Spiel spielen, Sport Spaß spielen. So. Was war jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Egal. Unwohl. Muss auf die Toilette verwenden. Und das reparieren. Ja, dann macht er doch. Der ist leer. Ja. Angespannt. Das ergibt sich noch. So, dann kannst du da direkt auf die Toilette gehen. Und dein Spaß ist auch niedrig. Dann kannst du Fernsehen anschließen. Sag mal, was ist denn los mit euch allen eigentlich? So, und wenn du nicht mehr angespannt bist und dein Spaß wieder höher ist, kannst du dein Gemälde auch verkaufen. Ah, der hat irgendwelche Teile erhalten, das ist ja wunderbar. Er ist glücklich und räumt gerade auf und spült im Geschirr. Er ist konzentriert, das heißt, ich hoffe doch, dass das heißt, dass er schneller levelt. Und sie ist immer noch angespannt. Aber sie kann jetzt sowieso schlafen gehen. Und ich meine. Und er kann noch eine Weile Fernsehen und dann auch schlafen gehen, wenn sein Spaß besser ist.
Dann warten wir doch noch ein bisschen. Sonst um 23 Uhr schicke ich euch ins Bett. Und du bist kokett. Ist denn da los? So, du gehst jetzt mal ins Bett. Und du gehst jetzt auch ins Bett. Würde ich doch sagen. Und wie geht's dir? Ja, du sollst definitiv auf die Toilette und dann definitiv ins Bett. Wird erschöpft in 2 Stunden. So lange habe ich nicht vor, bevor du zum Profispieler. Verdient jetzt 73 Simoleons Lehrpro-Stunde, was einen Stundenlohn von 194 ergibt, hat einen Bonus erhalten, ein Poster und in der Aktion mit Fähigkeiten prahlen. Und das finde ich natürlich was ganz was Tolles, mit 10 Fähigkeiten zu prahlen. Nicht. Nicht. Du kannst jetzt erstmal frühstücken, dann auf die Toilette gehen, dann duschen gehen. Hast du ja noch ein bisschen was vor dir. So. Du kannst auch Reste nehmen. Und warum hockst du dich eigentlich nicht daher? Wer das denn? Nicht so, scheinbar. Und rot. Unfreundliche Umgebung. Warum? Du hast schon eine unfreundliche Umgebung. Also ich sehe nichts eigentlich. Ich weiß nicht, wo dein Problem gerade ist, ehrlich gesagt. Outfits anprobieren, Outfits planen. So planen. Naja, wir werden bald sehen, was das ist und was das soll. Ist schön, dass Kleinkinder ein Kinderbett brauchen, da ich im Moment kein Kleinkind habe, interessiert mich das nicht. Ach, das ist ganz normal Umziehmodus. Nee, da zähle ich nicht ein. Was ist das? Ah, da kann ich mehr Outfits hinzufügen für ein und dieselbe Ding. Ah, okay. Das muss ich dann irgendwann mal machen. Aber nicht heute. Oder nicht jetzt. Mal vielleicht auch ein bisschen offscreen und dann sehen wir uns wieder, wenn das wieder der Fall ist. Ich weiß nicht, was jetzt schon das heißt. Ah, da müffelst du doch schon wieder. Wieso schläfst du? Wieso bitte schläfst du? Kannst du den Müll wegbringen, dann kannst du auf die Toilette gehen. Und dann kannst du dir was zu essen nehmen. Und dann kannst du aufräumen. Jetzt hat er einiges vor. Du sollst dich nicht so anstellen, bitte. Mich regt es immer auf, dass ihr euch immer alles so anstellt. So, und du gehst da wie ein Champion pieseln. Das ist doch 1A. So, jetzt hat er es schön hingestellt, damit er es dann aufräumen kann. Weil er ja vorher noch wie ein Champion pieseln muss. Und du kannst dir dann auch nichts mehr drin oder was. Tatsache, dann kannst du. Nein. Frühstück servieren. Rührei mit Speck, bitte. Kannst du kochen? Wenn du schon so selbstsicher bist hier. Ja, mach doch bitte. Ach, er steht im Weg gestanden. Ja, das ist ja wieder hier. Sie ist verspielt. Was hat sie denn jetzt schon wieder? Wahrscheinlich ist sie zu groß, den du anschaust. Und beschämt ist sie auch schon wieder. Oh. Verspieltes Gemälde, das hatten wir glaube ich noch nicht. Schönes verspieltes Gemälde kannst du machen. Und dann kannst du den Müll noch leeren. Ist ja nicht so, dass du das schon die ganzen Hilfsaufgaben machen müsstest. Nee. Kann ich aufrufen den Schwarzer Tee.
los mit dem Tee. Und dann machen wir Programmieren, Programmieren üben. So. Und der liebe Niklas kann dann gleich was essen. Und fast wäre er. Oh, er ist aufgestiegen, sehr schön. Du kannst jetzt ein Gericht nehmen und das danach weglegen. So. Und dann würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play The Sims 4.